Und heute gibt es ein richtig krasses Video, denn wir werden heute das Zimmer von einem kleinen Jungen durchsuchen, denn ihr seht es hier im Hintergrund, mein Danita-Hut fehlt, die goldene Prime-Flasche und die glitzernde Prime-Flasche fehlt und das Prime-Plüsch-Ding und noch einige andere Sachen. Und ich werde heute analysieren, ob Anton die ganzen Sachen geklaut hat, weil das letzte Mal, als er hier war, waren die Sachen noch da und heute Morgen ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Sachen hier fehlen. Anton hat jetzt gerade Fußballtraining, das heißt, es ist der perfekte Moment, dass ich zu ihm nach Hause fahre. Ich habe seine Mom schon angerufen und wir werden heute sein komplettes Zimmer durchsuchen. Okay, Freunde, ich bin jetzt bei Anton angekommen. Seine Mom meinte gerade zu mir, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, bis er dann ungefähr vom Fußball zurückkommt. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe jetzt hier nochmal so ein extra helles zusätzliches Licht, womit ich dann sein Zimmer durchleuchten werde. Okay, ich würde sagen, wir gehen los. Okay, Freunde, klopfen tun wir diesmal nicht. Oh, okay. Oh, warte mal. Digga! Ey, Freunde, guck mal, was da ist. Das ist doch schon mal direkt meine Danita-Mütze. Ey, Anton hat die einfach wirklich geklaut. Guckt euch das mal an. Junge, was ist das denn? Oh mein Gott. Anton, ich schwöre, er ist so ein kleiner 31er. Er hat gesagt, dass er die Mütze so cool findet. Aber ist doch kein Grund, die einfach zu klauen. Die kann ich nicht mal selber bestellen. Das Ding ist, Freunde, diese Danita-Mütze, die ist so unglaublich selten. Man kann die nicht mal im Laden kaufen. Die bekommt man nur, wenn man als Supercell-Creator die zugeschickt bekommt. Und vor allem, weil es Danita ist, ist das halt ärgerlich. Was finden wir hier noch? Okay, sind diese Nerfs, die wir zusammen gekauft haben? Die sind ganz geil. Ey, ich will die nochmal austesten. Ich habe die ja Anton geschenkt, als wir heimlich beim Spielzeugladen waren. Aber die Frage ist, wo ist... Ah, da vorne ist die Munition. Boah, guckt euch mal an. Hier sind die ganzen Prime-Sachen von Anton. Das Ding ist halt, ich suche halt auch die goldene Prime-Flasche. Irgendwo hier muss die halt auch sein. Er hat die Takis Blue Heat, die Nerds, normales Prime. Ist es noch voll? Ja, ist noch voll. Das ist auch noch voll. Ey! Das hier ist doch auch von mir. Das ist doch das Quetschding. Digga, das ist schon die zweite Sache, die ich hier bei ihm finde. So ein Bums. Okay, Freunde, passt mal auf. Hier ist jetzt dieser krasse Raketenblaster. Und, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Bumm. Ey, der ist ultra geil. No joke. Aber die Frage ist, wo sind jetzt die anderen Sachen? Anton, Digga, da vorne ist schon die nächste Sache, die mir gehört. Guck mal, das hat er auch von mir geklaut. Die habe ich mal bei dem einen Kirmesvideo extra gekauft. Digga, die gehört auch mir. Ich zeige euch das mal. Das ist voll witzig, das Teil. Ich will ja eigentlich gar nicht erwischt werden. Ich will gar nicht, dass Anton weiß, dass ich hier in seinem Zimmer war und das durchsucht habe, weil ich glaube, sonst ist der richtig sauer. Ich werde den einfach dann so eine richtig krasse Falle stellen. So, und jetzt passt mal auf. Alter, das ist richtig geil. Und Freunde, übrigens an der Stelle, kauft alle den Weihnachtsmerch. Ist erhältlich ab 1.12. 18 Uhr auf clashgames.shop. Ist streng limitiert auf 500 Stück. Ihr seht, ich weiß gar nicht, wann dieses Video hier rauskommt, aber ich hoffe, es gibt davon noch Merch. Deswegen gönnt euch perfektes Weihnachtsgeschenk. Dazu gibt es eine handsignierte Autogrammkarte, ein richtig geiles Poster und ein 2024 Jahreskalender. Also, worauf wartet ihr noch? Okay, das gehört aber auch mir. Das kommt auch damit vorne hin. Guck mal hier, er hat auch so einen richtig krassen Pringles-Kalender. Und das ist der, den ich Anton bei dem Tragen-Video geschenkt habe. Okay, ich weiß... Was ist das denn? Erdbeerblau? Ah, das ist für seinen Gecko. Okay, ich weiß, dass er hier auch noch immer so Süßigkeiten gelagert hatte. Hä? Oh, ah, hier ist Lego drin. Was ist hier? Digga, hier sind nur Lego-Sachen. Wo sind die Sachen? Da vorne ist auch sein Fernseher. Vielleicht ist hier hinter irgendwas. Alter, habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Digga, das ist einfach der Hotchip. Oh mein Gott. Wo hat Anton den denn? Hat er den bei mir mitgehen lassen? Ich meine, der ist noch zu, aber WTF. Einfach der Hotchip. Der ist ja sogar inzwischen schon in Deutschland verboten. WTF, der liegt hier einfach in seinem Zimmer. Ist da noch mehr hinter? Lol. Warte mal, ich guck mal von der anderen Seite. Hä? Was ist das da auf dem Boden? Takis Fuego? Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich hoffe, dass das hier ein schlechter Scherz ist, weil Anton hasst Takis Fuego. Der wirft die manchmal einfach so weg, weil er die so ekelig findet. Und jetzt finde ich hier einfach Takis Fuego und den Hotchip in seinem Zimmer. Okay, was finden wir denn hier noch hinter? Vielleicht ist hier noch mehr hinter seinem Fernseher. Lol, da ist noch was hinter. Hä, das sind diese Ekelbohnen. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Anton hasst diese Ekelbohnen auch.
Freunde, no joke, das macht alles gar keinen Sinn gerade. Ey, was finde ich hier alles in seinem Zimmer? Erstmal die Prime-Flasche. Ich suche aber noch die goldene Prime-Flasche. Dann Takis Fuego, die komischen Ekelbohnen, Hot Chip, mein Hut, den anderen Hut. Wie soll denn das hier noch weitergehen? Und guck mal, was hier hängt. Hier hängt der Eierkopf-Merch. Den hat er nicht mal an. Das sind nur Anziehsachen. Anton ist Bayern-München-Fan, das weiß ich aber schon. Hier sieht es aber nicht so aus, als ob hier irgendwie... Was ist denn da? Donnerstag, Kuscheltiertag. Hä? Ich sag euch das, Freunde. Ich bin so verwirrt gerade. Irgendwie ist dieser Bär für mich mysteriös. Hier sind auch irgendwie diese Mega and Ike Megamix. Wo ist eigentlich Anton sein Handy? Das muss hier auch irgendwie... Oh, hier ist sein Handy. Freunde, wir machen mal einen kleinen Zwischenstopp. Wir gucken jetzt mal auf Anton sein Handy. Vielleicht hat Anton irgendwie einem Freund von sich geschrieben, dass er dem so verraten hat, wo die goldene Prime-Flasche ist. Bitte auf jeden Fall das nicht nachmachen. Ich gehe jetzt hier an Antons Handy, aber auch nur, weil seine Mom das erlaubt hat. Ich weiß auch Antons Code, und zwar... Jetzt mache ich mal einmal euch die Bildschirmübertragung an, dass ihr mitgucken könnt. So, wir sind jetzt in Antons WhatsApp drin. Hier sind so ein paar Nummern, die seht ihr zensiert. Hier bin auch ich. Er hat mich als Kevin eingespeichert, hat mir ganz viele Nachrichten geschickt. Okay, hier ist Henry, sein Bruder. Luis kenne ich nicht. Ah, Alex. Guck mal, Alex. Alex hat sogar ein Profilbild, wo ich drauf bin, bei ihm drin. Warte mal, ich kann mal Alex anrufen. Ich frage Alex mal, ob der zufällig weiß, wo Anton die goldene Prime-Flasche versteckt hat. Ich hoffe, er geht ran. Scheiße, Alex geht nicht ran. Ich schreibe ihm mal, ruf bitte zurück. Was hat Anton ja eigentlich für Audios gesendet? Nee, das war ja nicht. Er spielt gar kein Brawl Stars mehr. Er macht das nur noch für Videos, so wenn ich da drauf bin. Er spielt kein Brawl Stars mehr wegen diesen Boxen. Er hat ja früher nur Openings wegen den Boxen gemacht und so. Stimmt. Weil Brawl Stars damals noch so in war. Das stimmt, hat Anton gut erkannt. Warte mal, irgendwo muss hier auch noch Till sein. Das ist auch ein Freund von Anton, den kenne ich auch. Okay, ich habe Till gefunden. Ich rufe ihn mal an. Ich hoffe, Till geht ran. Es müssen noch Freunde von Anton rangehen. Die haben mich alle als Profilfoto. Hallo? Hallo, hallo. Moin, Till. Hallo. Du, ich bin gerade an Antons Handy. Ich bin hier gerade heimlich in seinem Zimmer und durchsuche gerade sein Zimmer. Und du musst mir jetzt helfen. Hat er dir irgendwie erzählt, dass er meine goldene Prime-Flasche geklaut hat? Nee. Nee? Hast du vielleicht eine Idee, wo die sein könnte? Vielleicht in seinem geheimen Süßigkeiten-Schrank oder sowas, was er da hatte? Alter, stimmt, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, der ist leer. Ich glaube, da habe ich schon geguckt. Hast du eine andere Idee? Vielleicht irgendwie unterm Bett oder so? Glaubst du, da ist ja, was? Oder in seinem Schrank oder so? Ja, okay, Till, ja, ich danke dir. Okay, Till, Abi hatte auch keine Ahnung. Aber wir suchen gleich weiter. Ich gehe jetzt mal in Brawl Stars rein. Anton hat wieder Zeitlimit. Mal gucken, ob sein Dad das vielleicht eben aufhebt. Okay, Freunde, ich habe jetzt gerade Brawl Stars Zeit von Antons Papa bekommen. Boah, Anton hat schon so oft auf meinem Account Kacke gebaut. Passt mal auf, ich kaufe mir jetzt einfach so einen Mortis-Skin. Aber ganz wichtig, Creator Code Lukas hat er drin. Sehr gut, vorbildlich. Und wir kaufen jetzt einmal den Mortis-Skin. Ey, ich glaube, Anton wird so ausrasten. Ich glaube nämlich nicht, dass der Mortis feiert. Ich habe den, glaube ich, selber nicht mal. Jetzt schreiben wir nochmal. Hat er hier ein Team? Nee, er hat doch noch gar keinen Club. Freunde, ist irgendjemand online? Hyra ist online. Ey, Anton hat einfach immer noch Hyra in der Liste. Das ist so krass. Wir gucken uns jetzt weiter um. Okay, Freunde, weiter geht's. Ich habe tatsächlich noch nicht alles analysiert. Wir haben hier in dem Schrank noch gar nicht geguckt. Oh, ich muss sein Handy wieder in die alte Position legen. Weil wenn er weiß, dass ich an seinem Handy war, ich glaube, dann bin ich richtig am Arsch. Okay, wir gucken jetzt hier mal rein. Hä? Hier ist ja gar nichts drin. Okay, was ist da? Oh, das Palutenbuch. Hat er da irgendwas reingeschrieben? Cool. Das Palutenbuch kenne ich auch gar nicht. Also ich weiß, dass Lukas ein Buch rausgebracht hat. Aber das Palutenbücher hat, das wusste ich gar nicht. Warte mal, ich kann mal seine Alexa fragen. Alexa, ist Anton ein böser Schlingel? Das weiß ich leider nicht. Wieso weiß Alexa sowas nicht? Also... Es fehlen auf jeden Fall noch die Prime-Flaschen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Oh, unterm Kopfkissen habe ich früher mal Sachen versteckt. Hä? Eine Unterhose? Eine Supreme-Unterhose? Digga, wie groß ist die denn? Warte mal. Die lassen wir da, glaube ich, liegen. Die riecht ein bisschen interessant. Aber ich sage ja hier irgendwie, in dem Gewühle, ist doch mit Sicherheit irgendwas. Guck mal hier hinter vielleicht. Hinter dem Bären? Nee. Ich guck noch mal in der Süßigkeiten-Ecke. Als allererstes klaue ich mir jetzt hier mal so einen... Oh, hat er da nur noch einen von?
Oh nee, dann das wäre, glaube ich, ein bisschen asozial, wenn ich mir den genau den klaue. Aber passt mal auf, das dürft ihr nicht verraten. Ich glaube, das ist Antons letztes Anton-Getränk. Das ist somit sein Lieblingsgetränk. Das klaue ich jetzt zurück. Das ist für ihn, glaube ich, wie für mich die goldene Prime-Flasche. Wir sind da. Oh mein Gott! Hier hinter stehen die beiden! WTF! Er hat die einfach voll versteckt. Die gehören mir, nicht dir, Anton. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alles? Wir haben Anton mit Takis Fuego erwischt. Ist vielleicht noch irgendwas unter seinem Bett? Oh, Anton wird angerufen von Alex. Warte mal. Moin, Alex? Ja? Moin, hier ist Kevin. Moin, Kevin. Alex, ich habe eine wichtige Frage an dich. Weißt du, ob Anton noch irgendwelche Sachen von mir geklaut hat? Ich habe die goldene Prime-Flasche bei ihm gefunden. Ey, die kostet doch richtig viel Geld, oder? Ja, 500 Euro. Oh. Ja, und weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich klaue jetzt einfach Antons letztes Anton-Getränk, dieses lilane. Oh ja, das ist geil. Hast du noch eine Idee? Soll ich noch irgendwas hier von ihm klauen? Ich verrate das auch keinem. Hat der diese Queso Vulcano? Oh, warte mal, ich guck mal. Ich glaube, die hat er nicht mehr. Ich glaube, die hat sie alle aufgegessen. Nee, hat er nicht mehr. Leider nicht. Er hat nur noch eine große Blue Heat-Packung. Sonst nehme ich die doch weg. Oh, das ist eine gute Idee. Alex, das hatte ich sowieso schon vor. So, Anton, die Takis Blue Heat, die nehme ich dir auch weg. Zack. Okay, Alex, ich danke dir für den Rückruf, ja? Gerne. Bis dann, ciao. Ganz liebe Grüße an Alex hier an der Stelle. Der hat auch schon mal bei einem Video mitgemacht. Ich glaube, viel Zeit bleibt mir auch nicht mehr. Ey, Freunde, ich sag euch, ich habe mich jetzt hier auch nochmal umgeguckt. Ich bin so dumm. Guck mal hier. Total auffällig, unauffällig. Takis Fuego Sticks. Das lasse ich auch mitgehen. Ich muss jetzt einmal kurz gucken, dass ich hier irgendwas finde, um die ganzen Sachen hier einzupacken. Und dann muss ich ganz schnell fahren, weil wir haben noch maximal 5 Minuten, bis Anton nach Hause kommt. Ich hoffe, er erwischt mich nicht. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier die Tüte. Die habe ich gerade im Nachbarraum gefunden. Und da packe ich jetzt alle Sachen wieder ein. Okay, wir fangen an mit Takis Blue Heat. Okay, warte mal, dann tun wir als nächstes die normalen Takis rein, die Fuego, Takis Fu... Kevin, was machst du denn hier? Ich bin gerade vom Fußball gekommen. Wieso hast du meine ganzen Sachen geklaut? Das ist ja meine. Anton? Hä, die gehören was sind, alle mir. Was sind denn die anderen Sachen da? Also der gehört mir, das weißt du ja. Nee. Den habe ich nur ganz lange Zeit ausgeliehen. Aber warum hast du die goldene Prime-Flasche und das mitgenommen? Maybrit wusste das. Die hat gesagt, ja gerne. Weg mit dem Zeug bloß. Und warum hast du einen Hotchip da? Das ist von meinem Papa. Und warum ist der hier in deinem Zimmer? Weil er mir den geschenkt hat. Und was ist hier mit der Creature Prime-Flasche, mit dem Hut? Die habe ich mir gekauft. Das ist meine, die fehlt bei mir zu Hause. Hä, ja, aber ich habe mir die gekauft auf Amazon. Die gibt's gar nicht bei Amazon. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Die ganzen Sachen gehören doch mir. Die habe ich doch ausgeliehen. Und mit wem hast du das vereinbart? Ja, mit mir. Und jetzt geh hier raus aus meinem Zimmer. Hast du das hier heimlich durchsucht oder was? Ich nehme die ganzen Sachen gleich mit. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ja, und geh. Ich mach die sonst in der Mitte durch. Anton, das werde ich dir heimzahlen. Ich werf die weg, wenn du jetzt nicht gehst. Ja, ich gehe. Ich bin richtig sauer.